Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Heute kommen wir endlich aus der Kanalisation raus und wir landen an einem Ort, der mir genauso wenig zusagt. Viel Spaß. Und jetzt müssten wir ja eigentlich rauskommen aus der Hölle. Seht mal, geht es da etwa raus? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unser Freund hier ist. Ob sich der Wasserpegel irgendwie senken lässt. Ich habe das Gefühl, dass unser Freund hier ist. Da muss er irgendwo sein. Wo soll er denn hingegangen sein? Wir haben auf dem Weg auch keine Zerstörung gesehen oder so, ne? Seltsam. Oh, Minispiel. Oh, seht mal. Im Keller der Bar ist auch so ein Steuerpult. Damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Kriegst du das hin, Alleskönner? Wasserablauf. Das muss es sein. Oder vielleicht auch kein Minispiel. Oh, da blinkt was rot. Einer ist funktioniert nicht. Scheint kaputt zu sein. Rote Leuchte. Verstopfung im Abwasserrohr. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlungen herausspülen. Das habe ich in der Bar schon mal gemacht. Okay, ich gehe. Komm, Aris. Wir beide erledigen das. Cloud kann hier gucken, ob ein anderer Fehler angezeigt wird. Aber ich... Die Pumpe müssen zwei Gleichstarke bedienen. Wir sind gleich wieder da. Wir müssen zwei Gleichstarke bedienen, als ob. Als ob es die Pumpe interessiert. Ihr seid nicht gleich stark. Das heißt, der Muppel kommt jetzt wieder und dann kriegen wir aufs Maul. Wo ist denn die Pumpe? Achso. Also wirklich weit weg ist sie jetzt nicht. Die Pumpe ist doch etwas anders. Die in der Bar ist viel simpler gebaut. Okay, Ventil öffnen, Aerith. Bewege links nach oben, um das Ventil zu öffnen. Die Nadel des Messgeräts wird sich von rechts nach links bewegen. Okay. Drücke in schneller Folge X, bis die Nadel links angekommen ist, um den Zielbereich zu vergrößern. Ventil schließen. Sobald die Nadel wieder nach rechts bewegt, bewege links innerhalb des Zielbereichs nach unten, um das Ventil zu schließen. Dürfte hinzukriegen sein. Ich habe es nicht kapiert, aber dürfte hinzukriegen sein. Also los. Zack. Der Zielbereich ist nicht wirklich... Achso. Ah. Ich hab's jetzt verstanden. Vor allem zwei Gleichstarke. So. Jetzt warten. Perfekt. Das war perfekt. Oh, dreimal. Oh. Bereit. Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Schneller, 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 schneller. Okay. Naja, fast. Wehe, das geht jetzt von Anfang an los. Wieso hektisch? Du bist doch die Hektische mit dem Knopf drücken. Ich muss nur nach unten drücken. Alter! Beim ersten Mal hat es doch so gut funktioniert. Okay, was war das gerade plötzlich? Okay. Jetzt! Oh. Okay, noch einmal, das kriegen wir hin. Alter, wie schnell ging das denn? Versuchen wir es nochmal. Das war ja unmöglich zu timen. Kein Wunder, dass ich es beim zweiten Mal nicht geschafft habe. Es ging ja ging immer schneller. Nicht so hektisch. Das mach ich doch gar nicht. Weißt du, andersrum sagst du zu spät. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab Angst. Klappt nicht, wie? Ich mach das so lange, bis der ganze verdammte Bereich rot ist.
Oh, gerade noch so. Alter Schwede. Geschafft! Großartig! Komm, gehen wir zurück. Cloud macht sich sicher schon Sorgen. Der ist eingeschlafen. Ja, jetzt drücke ich sogar den Knopf. Aber Cloud. So, wie kommen wir jetzt darüber? Was hast du erwartet? Das ist hier die Frage. Nicht meine Schuld? Ich wollte gerade sagen, hier sieht es irgendwie anders aus. Nichts überstürzt. Komm schon! Alles klar, Junge. Keine Kraft mehr. Ich habe gerade erst gewechselt, weißt du? Lass mich in Ruhe, ich schwör's dir. Lass mich in Ruhe! Such dir ein Hobby! Okay, ich wechsle zu Cloud. Die miesen kleinen Drecksviecher. Los geht's. Die Störung bringt einfach gar nichts gegen die. Ah, versuchen wir es damit. Hältst du das aus? Was soll das? Ah, Aerith. Mach du mal ein bisschen Gebet. Überlass das ruhig mir. Sind die nervig? Tifa, das war Feuer, oder? Ja. Machen wir Feuer. Gehen wir jetzt auf den Sack. Wo ist der zweite? Tschüss. Sehr gut, weiter so. Sind das Arschlöcher? Ich sag's euch, Arschlöcher durch und durch. Armselig. Oh, das war, jetzt habe ich die Kiste schon kaputt gemacht. Nein, schon wieder. Dann übernimm. An die Arbeit. Und tschüss. So, erstmal das. Jetzt bist du Feuerer. Das reicht mir mit euch. Lichter los! Entschuldige! Okay, im Team! Ist gleich erledigt! Schaut auf den Sack, ihr Bengel! Ah! Ah! Hängen die mich auf! Endlich kommen wir wieder nach oben. Hoffentlich kommen wir in der Nähe raus. Oh, drei? Was soll das? Oh. Übernimm du. Es geht los. Okay. Magie. Feuer. Das hat irgendwie nicht alle getroffen, oder? Gib ihnen Saures. Jetzt entscheiden wir es. Oh, das war der falsche. So, Störung. Ich bin bereit. Es hat doch beide getroffen übrigens. Bis hier und nicht weiter. Was? Los! Okay. Das mir. Bin ich jetzt dran? Wir sind immer noch zu zweit. Und ab mit dir. Du schaffst das schon. An die Arbeit. Los, gib dir alles. Nochmal Feuerer. Lichter los! Okay, nicht getroffen. Geil, danke. Danke, Spiel. Nachschlagen. Zack. Los. Zum Glück habe ich ja unendlich MP. Das wird wehtun. So, der letzte kriegt mein Limit ab. Er ist gar nicht da, ne? Okay, ne. Kriegt mein Limit ab. Fertig. Aus. Nikolaus. Finale.
miesen kleinen Dreckspisser. Ich hasse euch! Ich gehe vor und sichere den Ausgang. Ich habe noch nie so einen Gegner gehasst. So, Cloud. Die Hartklinge ist auch bald fertig. So, physische Attacke ohne Ende. Was ist das mit diesen Schockfeldern? Ah, okay. Ja, das ist jetzt nicht so... Ja... Ich weiß nicht, wie viel das ist. Deswegen, ich mach's einfach mal. Cloud! Die machen's uns aber auch schwer. Wir schmecken nicht. Ungenießbar! Geht schon mal vor. Los! Ja! Du auch. Aber es sind zu viele. Kümmere dich um Aeris. Beeil dich. Ich warne euch. Ich bin verdammt stark. Cloud, schnell! Mistviecher. Ich hoffe, da war irgendwo eure Mutter dabei und deswegen seid ihr so böse auf mich. Kapitel 11, Geisterstunde. Ja. Roger. Habt ihr gerade einen Türk gesehen? Ja. Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Naja, wer im Glashaus sitzt... Was? Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Ja, Mensch. Uff. Scheiß Kackviecher, ich hoffe, ihr verreckt da unten im Wasser. Ich kack extra gleich rein für euch. Richtig schön. Werd vorher richtig schön, keine Ahnung, Weintrauben und so ein Scheiß essen. Irgendwas, was richtig schön, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Und dann kacke ich ihrer Mutter auf den Kopf. So sieht's aus. Das ist meine Rache. Ich mache jetzt erstmal Pause. Und damit geht's zur Geisterstunde weiter. Okay, wir haben hier schon mal eine Bank. Wie sieht's aus bei mir? Ja, schlafen ist durchaus drin. Vor allem schlafen auf der Bank. Wie so ein Penner. Sehr schön. Gucken wir noch mal kurz hier in den Shop rein. Nichts für mich dabei. Okay. Oh, direkt mal zweimal Supertrank. Nehme ich. So, wir sind also jetzt in Sektor 7 angekommen, ja? Das reinste Labyrinth. Die Leute nennen es Eisenbahnfriedhof und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Also wir sind noch nicht in Sektor 7? Da vorne. Gibt es vielleicht noch Sektoren, die umbenannt sind? Zwischen den Sektoren? Beim Neblig ist es hier auch noch. Unheimlich. Hier ist keine Menschenseele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der Ungeheuer. Auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Hier soll's spuken? Das sind sicher nur Ammenmärchen, glaube ich auch. Aber
Beeilen wir uns. Ammenmärchen. Naja, in einer Welt voller Monster muss das nicht unbedingt ein Ammenmärchen sein. Ich sag's ja nur. Gegen Geister kann man ruhig mal kämpfen. Oh, Geisterratten. Bringen wir es hinter uns. Kein Problem. Stimmt, ich wollte ja noch die anderen benutzen. Ah, zu spät. Keine große Sache. So, wie sieht's denn aus? Gartlinge, ja, die trainiere ich sowieso noch. Schlagringe. Bin gerade an den Schlagringen dran, alles klar. Und wir haben neu dazu bekommen, die Federhandschuhe. Der sieht cool aus. Auf Hochtouren. Malträtiert den Gegner mit heftigen Schlägen und erhöht den Schaden des nachfolgenden Kommandos. Okay, das ist cool. Offensive Magie und oder Fähigkeiten im Anschluss an die Waffenfähigkeit ausführen. Alles klar. So, du bist auffällig hier. Warum stehst du mitten im Weg? Ein Echoschirm. Ja, die Items benutze ich eigentlich so gut wie nie. Also, auf diesem Schwierigkeitsgrad muss man echt kaum Items benutzen. Das Spiel ist auf jeden Fall einfacher geworden. Wenn auch die Bossgegner ziemlich hart sind. Oh, Geister? Das hier sieht doch schon nach einem Kampfplatz aus. Was war denn das? Eine Tür. Die geht manchmal auf und zu, das ist normal. Aha, wieso kann ich dann hier in die Ecke nicht reingucken? Was bist du denn? Greifkäfer. Ich doch nicht so Schrecken ein. Machen wir eine Analyse. Nur kein Über. So, wirksames Eis. Ein nachtaktiver Karnivor, der auf dem Eisenbahnfriedhof beheimatet ist. Diese überaus aggressive Kreatur jagt immer in Gruppen und zögert nicht, auch Menschen anzugreifen. Keine taktischen Informationen. Nicht übertreiben. Komm schon! Ich wollte tiefer nehmen, ne? Zieh dich zurück. Überlass das mir. Die vermöbelt einfach alles, ey. Hey! Der hat mich durch die Wand geschlagen. Ha! Ich hab ihn auch durch die Wand geschlagen. Okay, das ist halt ein bisschen albern. Und verwirrend. So, ich hab hier eine Lücke gesehen. Hast du die Kinderstimmen auch gerade gehört? Kinderstimmen? Um die Zeit sollten hier eigentlich keine sein. Wer war das dann? Ich habe keine Kinderstimmen gehört. Nicht, dass ich wüsste. Muss ich mir nochmal gleich in der Aufnahme anhören. Geisterkisten? Soll das irgendwie gruselig sein? Einfach so Kisten, auf denen Kinderabdrücke drauf sind. Aber Kinder sind... Wieso sind Kinder eigentlich am gruseligsten? Ich verstehe das nicht. Ich meine, wer hat schon Angst vor Kindern? Weißt du, da kommt halt so ein Kinderzombie auf mich zu, dann brichst du ihm den Arm und dann wird was dann machen. Kleine Spießchen. Habe ich nie verstanden, warum man Angst vor Kinder haben sollte. Selbst wenn da irgendwie so ein blutrünstiges Minikind auf dich zukommt, ja komm, dann trittst du den halt weg. Was will das Viech machen? Oh, ein Irrwisch. Hab ich gesehen. Okay, das heißt, wir treffen gleich auf Irrwische. Das sind diese Geister, ja? Es ist weg. Gruselig. Kritzeleien. Mich kriegt keiner unter. Okay. Übernimm du. Es geht los. Was zum... Komm, weg mit dir. Und jetzt machen wir noch mal einen Zusatzangriff. Das war effektiv. Au. Okay. Jetzt das Recht. Nicht übertreiben. Überlass das mir. Okay, vielleicht hätte ich näher dran gehen sollen. Au. Ich zähle auf dich. Jetzt zeige ich euch, was ich kann.
Bitte nicht töten, ich muss euch kurz heilen. Dankeschön. Immer der Reihe nach. Ah, noch geheilt bekommen. Was soll das? Sieht so aus, als müssten sie, keine Ahnung, nachdem sie mit dem Zeichen fertig geworden waren, ein bisschen auf Klo gehen. Also ich finde das mehr süß als gruselig. Oder sind schon wieder die Fingerabdrücke? Ich muss sagen, ein Geist zu sein ist echt cool. Du kannst auf allem malen. Also wenn ich irgendwann mal ein Geist bin, dann tue ich das auch. So, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können da hochgehen, wo die anderen sind, oder wir gehen hier rein. Also gehe ich doch einfach mal hier rein. Und dann hier runter. Und dann ist hier eine Kiste. Nein, das war der richtige Weg, der hat mich zu... War da nichts drin? Oh, ich hasse euch. Oh, kommt mir nur in die Finger, kleine Kinder, Alter. Verarschen, das kann ich mir ja auch alleine. Ich glaube, da war nichts drin. Oh, Materia. Wahrscheinlich auch nur Fake. Ich hasse diese Kinder. Mögt ihr in der Hölle schmoren, wenn ich mit euch fertig bin. Sowas kann ich gar nicht ab. Fake Loot. Ich will zu Materia. Wie komme ich da hin? Ich sehe da Kisten, also kommen wir da noch hin, okay. Wo seid ihr? Kommt her! Ich gebe euch so aufs Maul. An die Arbeit! Okay, der hat ziemlich aufs Maul bekommen. Geht los! Schon gewonnen! Ja, stimmt, ich bekomme ja HP, ne? Ich muss mal wieder ein bisschen heilen. Los, geben wir alles! So. Ja, Aerith zu spielen ist vielleicht ganz angenehm, muss ich sagen. Seitdem laufen wir hinterher. Laufen wir doch nicht. Schwein! So, nochmal ein Gebet. Wechsel! Und dann können wir wechseln. Ich zähle auf dich. Ich leg los! Komm, wenn man meine Heilerin angreift. Okay, hier sind die Kisten, die ich gesehen habe. Und zur Materie geht's hier entlang. Wehe, das ist Fake, ich schwöre. Es gibt Rache. TP-Boost, okay. Habt ihr nochmal Glück gehabt, kleine Kinder? Ich weiß zwar nicht, wozu noch die Mori-Medaillen da sind. Ich hoffe ja, man kann die Items und so weiter in das nächste Spiel mitnehmen. Das wäre quasi wie so der CD-Wechsel damals. Wie viele CDs gab es? 4. Wenn ihr das Ganze in 4 Spielen aufteilen, ergibt das tatsächlich auch Sinn. Gab halt eins für Midgar, dann für den mittleren Teil gab es 2 und für den Endpart, wo man nur noch gegen Riesenviecher gekämpft hat, kam der letzte. Schauen wir mal. Vielleicht wird es ja so kommen. Aber wegen Corona und der ganzen Scheiße wird sich das Ganze leider wahrscheinlich verzögern. Ich tippe also nicht vor 2023. Nanu? Seid ihr okay? Alles noch dran, glaube ich. Kein Problem. Guck mal. Zeig uns den Weg. Folgt diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns? Also nette Kinder können das nicht sein. Die hätten mir Loot gegeben. Würde ich nur mal sagen. Wir haben das Bahndepot erreicht. Okay.
Ich sehe schon, das deutet auf ein Bossmonster hin. Kleine Geister sehe ich. Mir auch nicht. Was zur Hölle? Dann los! Aber keine Sorge. Wir haben doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. Muss ich da jetzt so durchgehen? Ja, die Lage in Sektor 7 spitzt sich zu. Wir befinden uns immer noch auf dem Weg dorthin. Wir sind jetzt zwar schon in Sektor 7, allerdings in diesem Zugfriedhof-Abteilung, der im Classic übrigens ungefähr 2 Sekunden geht und hier gefühlt eine Stunde. Ja, was uns noch mit diesen Geistern erwartet, das erfahren wir in den kommenden Folgen. Ciao.